Auch heute ist Kelvin wieder als Macho am Goldstrand unterwegs. Putzt du? Was denn? Hier mal die ganze Bude? Ja, nö. All das und noch einiges mehr schauen wir uns heute gemeinsam mit der zweiten Folge des Formats mit Kelvin an. Und das kann ich an dieser Stelle schon mal spoilern. Gott wird das bescheuert. Und ich werde es wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Vorher nur ganz kurz, auch in diesem Monat gibt es bei mir wieder ein total cooles Gewinnspiel, und zwar zusammen mit Instant Gaming. Einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken und ein Spiel deiner Wahl auf einer Plattform deiner Wahl abräumen. Und nicht gewinnen ist auch gar nicht so schlimm, denn bei Instant Gaming gibt es so oder so die günstigsten Spiele. Ich persönlich suchte gerade Jagged Alliance 3 und dann explodiert alles. Hallo, ich bin Alex und dieses wundervolle Format findest du übrigens in voller Länge und kostenlos auf Join. Ich packe dir den Link ganz oben in die Videobeschreibung und vielen Dank nochmal, dass ich das überhaupt kommentieren darf. Und dann würde ich sagen, geht's auch direkt wieder an den Goldstrand, und falls du noch keine Ahnung haben solltest, was das eigentlich ist und wie es da aussieht, hier mal eine eigentlich perfekte Zusammenfassung. Oldener Strand, kristallklares Meer, Traumurlaub. Und wenn die Sonne untergeht, erwacht Bulgariens Partymeile zum Leben. Und da ich da auch schon mal war, muss ich ja sagen, Bulgarien ist ziemlich geil. Aber es hat auch Schattenseiten. Zum Beispiel ist Kelvin gerade da. Und das Zimmer sieht auch so aus, als wäre Kelvin gerade da. Aber nicht nur geil. Denn in der Promoter-Unterkunft ist lediglich Schmutz und Schimmel all-inclusive. Ich muss jetzt duschen. Ich liebe ja jetzt schon diesen verzweifelten Blick, und den gucken wir uns gleich natürlich noch mal ein bisschen genauer an. Vorher wollte ich euch aber noch mal ganz kurz zeigen, wie eigentlich das Intro für diese neue Serie aussieht. Das habe ich euch in der ersten Folge nämlich gar nicht gezeigt. Und da muss ich mit Fug und Recht sagen, ich glaube, das hat in der Produktion ziemlich genau 2,12 Euro gekostet. Das eigentlich Tragische ist, irgendwie finde ich den Song trotzdem ganz gut. Aber keine Sorge, ich schäme mich auch angemessen. Aber okay, dann gehen wir mal zurück in diese wirklich dreckige Unterkunft, in der auch komische Dinge rumstehen, wie zum Beispiel ein verschimmelter Kühlschrank. Kommt jetzt bei Kelvins Promoter-Team nicht so gut an. Boah, wie schäbig. Alter, wie dreckig. Ist das ekelhaft. Kann man das jemandem zumuten? Eigentlich nicht. Und ehrlich gesagt, das ist auch ein bisschen unfair, weil falls du Folge 1 gar nicht gesehen haben solltest, da hat Kelvin einfach ein paar von seinen Freunden eingepackt, denen versprochen, dass sie jetzt Millionäre werden, und ist mit denen nach Bulgarien geflogen. Kelvin, das ist schon ein bisschen unfair von dir, oder? Ja, jetzt Chiara findet das, glaube ich, nicht so. Also, sie findet das nicht so sauber, glaube ich, ne? Ja, aber mein Gott, dann ich meine, wir haben zwei gesunde Hände, einen Putzlappen und einen Eimer, ne? Wem einem was nicht gefällt, bitteschön. Kelvin, da habe ich jetzt aber mal mehrere Fragen an dich. Also erstens, gilt das mit dem Putzeimer dann nicht auch für dich? Zweitens, Chiara findet's nicht dreckig, es ist halt dreckig. Und drittens, kannst du sie nicht wirklich ein bisschen verstehen? Du fragst mich, ob ich mit dir hinkommen kann? Dann erwarte ich von dir, dass du mir wenigstens ein Einzelbett mit einem normalen Bettbezug, einen hygienischen Bettbezug, mir hinlegst, sodass ich hier schlafen kann ohne Probleme. Finde ich persönlich sehr, sehr fair und ehrlich gesagt auch noch sehr freundlich und offen kommuniziert von Chiara. Kelvin sieht das logischerweise natürlich völlig anders, denn sie ist doch eine Frau, deswegen soll sie sich entweder nicht anstellen oder putzen. Leider meint er das ernst. Wenn man mir so kommt, guck, wo der gegen ist. Aber ich mach das, was ich für richtig halte. Und wenn einer so kommt und mich so unter Druck setzt, dann scheiß drauf. Am Ende entscheidet sich Kelvin dann aber doch noch, das Problem zu lösen. Natürlich nicht, indem er selber putzt, das wäre ja absurd. Aber er tätigt einfach mal einen Anruf bei seinen Vermietern. Hello. Mit wem telefoniert Kelvin? Moment. Hallo, Kelvin, warum rufst du jetzt gerade bei mir an? Hallo? Hallo? Hallo. Do you speak German? Kelvin, wir kennen uns. Ich bin Deutscher. Ja, natürlich spreche ich Deutsch. Was willst du denn? Hallo, wir sind in Ihren Apartment gerade eingezogen. Und gibt es vielleicht die Möglichkeit für ein paar Bettbezüge oder so? Kelvin, du rufst hier gerade die völlig falsche Nummer an. Ich habe überhaupt kein Apartment. Wir kennen uns doch. Was willst du denn jetzt? Wäre schön, wenn hier mal jemand saugen würde. Wäre schön, wenn hier mal jemand saugen würde. Was? Ich soll dir einen blasen? Sag mal, bist du verrückt? Also, Leute gibt's? Ja, aber was ist das denn für ein Service hier? Ein schlechter.
Wobei hier auf dem Kanal ist er eigentlich ziemlich gut. Deswegen solltest du den übrigens abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. In nächster Zeit gibt es nämlich hier noch eine ganze Menge von Videos und das solltest du auf jeden Fall nicht verpassen. Aber gut, dann würde ich sagen, wir schauen auch direkt mal weiter. Denn das Unsauberkeitsproblem ist natürlich trotzdem noch nicht gelöst und endlich hat Chiara mal die richtige Idee. Putzt du? Was denn? Hier mal die ganze Bude? Ja, nö. Genau, und dafür hat Calvin auch eine wirklich total plausible Begründung. Und ich bin mir sicher, selbst wenn er das in der dritten Klasse in den Aufsatz geschrieben hätte, hätte er dafür auch nur eine 4 bekommen. Ich bin der Teamleiter, ich habe das Apartment organisiert. Heißt nicht, dass ich jetzt hier auch noch die Putzfrau bin. Den Punkt sehe ich auf der Liste nicht. Und da bleibt Calvin auch absolut straight. Also zumindest 12 Sekunden. Dann überzeugen ihn die Frauen doch noch, endlich zumindest ein bisschen aufzuräumen. Unter anderem diesen wirklich sehr schmutzigen Kühlschrank. Ich frage mich immer noch, ob die ihn da absichtlich reingestellt haben, um das ein bisschen zu dramatisieren. Und dann passiert etwas Schreckliches. Ich check mal aus. Was? Check mal aus. Bitte. Auschecken? Ja. Das ist voll... Der Tropf. Die legt sie auch noch da drunter. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ne? Die 4 sind beim Putzen und Aufräumen wirklich genauso, wie ich mir das vorstelle. Und natürlich ist vieles in diesem Format gescriptet und keine Ahnung was. Aber ehrlich gesagt nehme ich ihnen das mit dem scheiß Putzen wirklich so ab. Ich schnapp sie gleich nicht mehr. Digga, pass auf meine Finger auf, Digga, bitte. Guck mal, jetzt hab ich hier Syphilis auf meinem Bett. Ja, dann geh doch, mach mal mit deinem Besen. Wer kennt es nicht? Altes, ekliges Kühlschrankwasser unmotiviert mit einem Besen vom Bett wischen. Ich glaube, das haben wir alle schon mal gemacht. Nein, eigentlich nicht. Aber okay, damit ist jetzt eigentlich ja erstmal alles aufgeräumt. Also zumindest in Calvins Kopf. Die Frauen sehen das immer noch anders. Die sind aber auch anstrengend. Ja. Das sieht so dreckig bei dir aus, ist mir scheißegal. Komplett schäbig. Juckt mich nicht. Ich putze nicht nur, weil ihr mich putzen sehen wollt. Ich putze, wenn ihr sauber wollt. Ich mach mein Zimmer sauber. Auch mal mithelfen, Calvin. Und tatsächlich tut Calvin dann etwas. Und zwar riskiert er quasi sein Leben. Er geht aus dem Apartment raus und er besorgt etwas, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Also zum einen den Eimer Sangria, der hilft, glaube ich, wirklich. Und dann noch sogar etwas noch Großartigeres. Freunde, ich habe unser Leben gerettet. Ich habe neue Bettlaken besorgt. Alles frisch. Ja, was mit unseren ganzen Sachen zum Putzen? Ey, willst du mich verarschen? Du hast gerade gesagt. Ich hab gerade gesagt, ich besorg Bettlaken. Aber wie sollen wir putzen? Weiß ich doch nicht. Das mit dem Putzen ist eigentlich ganz einfach, Jenny. Ihr lasst es einfach und geht jetzt mal an den Strand, weil deswegen seid ihr ja eigentlich auch hier. Und ich finde, wenn die 4 gleich so Hollywood-mäßig gefilmt werden und da entlang gehen, sehen sie immer noch ein bisschen aus wie 4 Idioten, die keine Ahnung haben, aber immerhin in Zeitlupe. Zur Erinnerung, Calvin ist nicht zum Putzen an den Goldstrand gekommen, sondern um mit der Promotion für Clubpartys Geld zu verdienen. Jetzt geht's ums Business. Ja, und auch hier merkt man mal wieder, warum Calvin sich den Goldstrand eigentlich ausgesucht hat. Denn er hat natürlich zu Hause für seine Geschäftsidee, die für ihn ja sehr wichtig ist, penibel nachgeforscht. Also genau genommen war er, glaube ich, auf einer einzigen Internetseite, auf der es nackte Brüste gab. Und merkwürdigerweise findet er die jetzt nicht. Was ist das hier? Kann doch nicht sein, ey. Ey, wo ist die Partymeile? Ich dreh am Teller. Ich hab keinen Bock mehr auf Kinderdisco und Miniclub. Das Publikum ist halt, ich hab gedacht, da sind mehr Party-People. Sehr viele Familien. Hätte ich so gar nicht gedacht. Bäh, Familien, ekelhaft. Aber am Ende findet Calvin dann tatsächlich zumindest noch den ein oder anderen Club. Und das muss ich ja sagen, er hat ja schon mal als Promoter gearbeitet und er hat sich ja bestimmt schon ein paar Gedanken gemacht, wie er dann so eine Art Vorstellungsgespräch dort führt, um da unterzukommen. Läuft aber ähnlich so gut, wie wenn Walter von Traumfrau gesucht zu flirten. Yes, I understand, but we have a very good team, I think. Really? Yes, we work with them from 10 years, I think. But we are from Germany and we sell to everyone. Sorry, but... Really? Yeah. We work with them for 10 years. 10 really? Years. Yes, they are very good. Ich persönlich finde es sehr, sehr gut, dass Calvin statt really immer rally sagt. Wahrscheinlich möchte er irgendwann mal Rennfahrer werden. Aber gut, er lässt sich natürlich von einer Absage nicht ins Boxhorn jagen, sondern geht direkt zum nächsten.
Und da läuft's genauso beschissen weiter. Wir wollen Tickets für euren Laden verkaufen. Du bist doch der Manager hier, der Chef. Ja, das stimmt. Tut mir leid, Mann, aber das ist unmöglich. Weil wir haben ein Team, wo das mag. Kelvin hat aber natürlich noch Argumente. Und ich habe ja schon gesagt, die hat er sich genauso penibel überlegt, wie er zu Hause nachgeforscht hat. Nämlich halt überhaupt nicht. Wir wissen genau, was deutsche Party-People wollen. Wir wissen es genau. Wir kommen von deutscher Party. Und deswegen wollen wir verkaufen Tickets. Wir bleiben mit den Leuten da. Ja, also ist kein Problem. Ist schon lange, ja. Geschäft ist Geschäft. Genau, Geschäft ist Geschäft. Und Kelvin würde dann, glaube ich, gerne weitergehen. Aber sein Bruder Marvin, der auch schon wirklich ein bisschen angesoffen ist, möchte es trotzdem nochmal versuchen. Und ganz ehrlich, dann kippt sogar ein bisschen die Stimmung. Und das, glaube ich, ist auf jeden Fall nicht inszeniert. Ich glaube, der Typ da ist ein bisschen angepisst. Wir kommen von Sonnenstrand. So, weißt du, ja, könnt ihr wieder weiter da gehen. Hier geht nicht. Aber gerade ist der Laden leer. Die machen das um diese Uhrzeit, trotzdem, um 8 Uhr alles voll ist. Tschüss, mach's gut, danke. Jala, alles klar, vielen Dank, Chef. Danke. Mach's gut, gell? Dankeschön. Er wird das bereuen. Ciao. Also wenn man diese ganze Reise nochmal zusammenfasst, dann kann man bisher sagen, sie haben den Abflug fast verpasst. Das Apartment ist eine Katastrophe, der hygienische Standard sowieso, bisher haben sie noch absolut keinen Job und nur Geld ausgegeben. Da muss ich Kelvins Zusammenfassung wirklich mal zustimmen. Scheiße. Ich auch. Scheiße. Ja, so nach zwei Absagen, weißt du, was ich meine? So, weil ich weiß ganz genau, mein Team ist das bessere Verkäuferteam als das, was hier rumrennt. So, da bin ich fest von überzeugt. Und um das zu beweisen, machen Kelvin und seine Jungs und Mädels dann das, was jeder in ihrer Situation getan hätte. Sie betrinken sich nämlich auf dem Weg in den nächsten Club einfach noch weiter und sind deswegen da genauso wenig erfolgreich wie bisher. Do you have any experience in Golden Sands? No, not at Golden Sands, but I have experienced two seasons at the Sunny Beach, you know, the other sand. And we was selling the tickets from for the wie heißt der nochmal? Party Boat. Oh Gott, also ganz ehrlich, ne? Ich weiß ja sogar, dass Kelvin, ich weiß gar nicht, ob er das jetzt immer noch macht, aber der hat ja lange Zeit noch ganz normal gearbeitet neben seiner Trash-TV-Karriere. Im Nachhinein frage ich mich ein bisschen, wie er das jemals schaffen konnte. Wahrscheinlich war er beim Vorstellungsgespräch einfach krank und hatte ganz viel Glück, oder? You don't have any experience. But I have experience. You experience in the Golden Sands, you don't have anyone. Sorry, but I have a contract with an event organization. The best one in the Golden Sands, yes. Contract? Yes. Like. Immerhin eine gute Sache gibt's dann aber noch in diesem Club. Denn auch hier kann man natürlich weiter saufen. Und auch wenn sonst nichts funktioniert, einen Shot gibt's gratis. Und das ist, glaube ich, für die bisher das Highlight des Tages. Thank you. Can we drink a shot? Yeah, of course, yes. Wenigstens der Alkohol läuft. Aber ob der den bitteren Beigeschmack der dritten Absage in Folge übertünchen kann? Dem Gesichtsausdruck nach scheint es auf jeden Fall hervorragend zu schmecken. Und dann merkt man auch, die Moral ist wirklich absolut am Boden. Gerade die Frauen würden am liebsten abreisen. Wir haben ja alles abgeklappert. Wir sind bestimmt schon 3 Kilometer gelaufen. Und was haben wir gekriegt? Gar nichts. Nada. Null. Nothing. Das Gute ist ja aber, sie haben Kelvin an ihrer Seite als Chef. Und eine Sache muss man Kelvin auf jeden Fall lassen. Er kann motivieren und er kann aus schlechten Momenten noch das Beste rausziehen. Nur tut er das nicht, sondern bemitleidet sich ein bisschen wie ein kleines Kätzchen, das aus dem Körbchen gefallen ist. Oh, der Arme. Ich habe heute für das Team den Arsch aufgerissen, weißt du? Ich habe Laken besorgt, ich habe Eimer Sangria besorgt, ich habe den Putzeimer besorgt, ich habe alles besorgt für die Leute, dass wir einfach eine Grundlage haben, so, aber trotzdem, sie ist halt nicht dankbar, so, weißt du? So, Absturz. Genau. Warum ist sie denn bitte nicht dankbar dafür, dass sie jetzt in Bulgarien in irgendeinem Loch sitzt und absolut nichts erreicht hat und heute noch nicht mal den Strand gesehen hat? Da kann ich Marvin viel besser verstehen. Und der hält dann eine wirklich, das muss ich tatsächlich an dieser Stelle mal sagen, sehr ergreifende Rede. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr etwas so Schönes und gleichzeitig rhetorisch Geschicktes gehört. Ja, dann scheiß drauf, Digga. Da haben wir Pech gehabt, Bruder. Scheiß drauf, wir hauen ab, Bruder. Lass uns einfach irgendwie die Straße lang gehen und let's go, Digga. Komm, lass selber ab. Scheiße, heute scheiße, wollen heute nicht mehr probieren. Schmutz. Ja, und Digger Bruder und Schwester Digger Bruder gehen dann tatsächlich auch zurück. Und tatsächlich schlafen sie dann sogar einigermaßen gut, Schrägstrich miteinander vielleicht. Wie habt ihr eigentlich geschlafen, Kelvin? Hä? Habt ihr nebeneinander geschlafen oder im Bett? Oder miteinander. Oder miteinander. Keine Auskunft. Wie? Wir könnten alles essen, aber wir müssen nicht alles wissen. Na gut, aber selbst wenn Kelvin vielleicht eine aufregende Nacht gehabt hat, am nächsten Morgen gibt es natürlich logischerweise die gleichen Probleme wie am Abend davor. Und was ich übrigens auch richtig gut finde, ist, dass er ja neue Bettlaken besorgt hat. Und dann haben die meisten Leute die nicht mal benutzt. Kelvin, komm, lass uns mal ein bisschen aufräumen. Ja. Fängt das etwa schon wieder an? Guck mal, wie das hier aussieht.
Oh Gott, wie sieht denn euer Zimmer aus? Wieso ist das hier noch nicht aufgeräumt? Warum sieht euer Zimmer so aus? Naja gut, es sieht wahrscheinlich so aus, weil... Ja, man macht halt nichts, außer seinen Koffer auf und ganz viele Sachen rausziehen. Aber für Calvin kein Problem. Dann endlich fängt er an aufzuräumen. Und das muss man ihm erlassen. Da hat er eine coole Technik. Calvin steht da, ich schlaf wieder. Sag mal, die alten Bettlaken, pass mal auf. Boah. So. Hier kann man ja gar nicht rumlaufen bei euch. Hier kann man ja gar nicht rumlaufen bei euch. Genau so macht man das nämlich. Oh, und ich muss übrigens auch gerade was aufräumen. Ich mach's mal eben. Oh, das war ganz schön laut. Ja, danke Calvin auf jeden Fall für diesen großartigen Tipp. Und nachdem das erledigt ist, ist er auch hochzufrieden. So. Aber es ist schon besser geworden hier, ne? Ich dachte jetzt nichts zu, ne? Nachdem es jetzt ja so unfassbar sauber und hygienisch ist, hat Calvin dann tatsächlich vielleicht den rettenden Einfall. Aber man darf natürlich nicht vergessen, seine Geschäftsidee war ja ursprünglich mal, sich selbstständig am Goldstrand zu machen, um Millionär zu werden. Jetzt möchte er angestellt wenigstens genug Geld für den Rückflug sammeln. Gestern war ja echt Flop, Alter, dass wir einfach mal rausgehen und gucken, ob wir irgendwelche Promoter finden und gucken, für wen die arbeiten. Vielleicht können wir uns irgendwo dran koppeln oder so, weil... Wir sind ja schon eine attraktive Truppe für Promoter, so, ne? Ja, sehr. Und tatsächlich findet Calvin dann auch irgendeinen anderen Promoter, der ein bisschen so aussieht, als wäre er ein Verführer in der nächsten Staffel von Temptation Island. Und der gibt ihm dann auch eine rettende Telefonnummer. Hoffen wir mal, dass das wirklich hilft. Hier bei dir haben die Nummer von Sophia. Wie heißt sie? Sophia? Ja, Sophia. Das passt ja. Sehr nette. Calvin ergattert die Nummer von Sophia. Sie leitet die Promoter-Teams am Goldstrand. Ein erster Lichtblick am Promoter-Himmel. Ja, und dann wird Calvin diese Sophia doch bestimmt anrufen und Moment, mein Telefon schon wieder? Hallo? Hallo? Das bist schon wieder du, oder? Hier ist Calvin, hi, ich komme von Deutschland. Ich bin hier mit meiner Gang auf jeden Fall am Goldstrand gerade. Und wir wollen hier auch gerne Tickets verkaufen und waren schon in verschiedensten Clubs drin und so. Du, Calvin, nochmal, ne? Ich bin hier in Deutschland. Ich habe überhaupt nichts mit der ganzen Sache zu tun und du rufst mich die ganze Zeit an. Und ganz ehrlich, woher hast du eigentlich diese Nummer? Von irgendeinem Promoter von der Straße. Von dem Promoter von der Straße? Alter, Calvin, was redest du denn da? Und mal so ganz nebenbei, ne? Ich habe auch überhaupt keine Ahnung von bulgarischem Promoting. Was stellst du dir jetzt vor, was ich hier machen soll? Also wir können doch wenigstens mal Hallo sagen, dann siehst du uns, dann haben wir mal gequatscht. Wir meinen das wirklich ernst auch, ne? Alles klar, Calvin. Also ich habe jetzt nebenbei mal gegoogelt und ich habe jetzt mal so ein Büro gefunden. Wie wäre es denn, wenn du da mal hingehst und mich nicht weiter belästigst, okay? Nein, wo du bist. Kein Problem. Nein, Calvin, nicht da, wo ich bin, sondern da, wo diese Promoterin ist und... Ach, weißt du was, ich lege einfach auf. Okay, okay, danke, bis dann, ne, ciao. So, alles klar. Tatsächlich schafft es Calvin dann aber in dieses Büro und er und sein Team kommen da auch direkt super an. Habt ihr euch nicht was anziehen können? Es ist ja warm noch. Seid ihr schon besoffen? Das ist mal eine vernünftige Frage und damit ist die Folge dann leider auch schon wieder vorbei. Ich hoffe aber, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Dann würde ich mich jetzt noch über ein Abo freuen und wir gucken noch mal ganz schnell, wie es in der nächsten weitergeht. Hm. Ihr müsst eine gewisse Ticketanzahl erbringen, 20 pro Kopf. Das schaffen wir aber locker. Absolut wundervoll. Gut, dann gibt es jetzt am Ende nur noch eine ganz kleine Sache zu sagen. Du hast es vielleicht am Anfang schon bemerkt. Auch in diesem Monat gibt es nämlich wieder ein Gewinnspiel mit mir und Instant Gaming zusammen. Du kannst ein Spiel deiner Wahl auf einer Plattform deiner Wahl gewinnen und ich packe dir alles zu den Teilnahmebedingungen einfach ganz oben in die Videobeschreibung. Würde mich sehr freuen, wenn du draufklickst. Streng genommen musst du das aber sowieso wieder machen, denn sonst kommt Calvin mal zu dir nach Hause und träumt auf.